Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Kurs of You Tech. Ja, heute mit dem Thema Abzocke bei Amazon. Ja, ich habe das Thema natürlich einmal von einem Zuschauer bekommen, was heißt natürlich, aber das ist in dem Fall sogar so. Und ich habe das Thema aber auch schon vor einiger Zeit auf dem Schirm gehabt, weil ich selbst bald in die Falle getappt wäre. Allerdings werde ich dazu da noch was sagen, weil man kann es natürlich erkennen und ich habe da natürlich auch keine Raketenwissenschaften angewandt, um zu erkennen, dass ich eigentlich gerade ja einem riesen Fake erliege, aber das werde ich dann gleich mal erzählen. Ja, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass für viele Leute Amazon immer noch die sichere Marktplattform ist, Nummer 1 im Internet mit sehr kulanten Kundenservice und so weiter. Das ist sicherlich für den überwiegenden Teil der Händler dort richtig und für Amazon natürlich auch selbst. Allerdings ist es halt so, dadurch, dass Amazon auch mittlerweile anderen Händlern anbietet, dort Shops zu eröffnen und Artikel zu verkaufen, ja, weiß man halt immer nicht genau, was denn dahinter steckt und ob dieser Händler auch zuverlässig ist. Das ist die eine Geschichte. Natürlich prüft Amazon das auch, also man kann nicht einfach sagen, okay, ich verkaufe jetzt was und gibt da keine persönlichen Daten an und da wird nichts geprüft, sondern da gibt schon Prüfmechanismen, so ist es nicht. Allerdings verwenden Betrüger, Cyberkriminelle da andere Möglichkeiten, um eben über Amazon Sachen zu verkaufen. Was machen die? Die versuchen mit gezielten Phishing-Attacken in Richtung Händler, die bereits auf Amazon aktiv sind, die Zugangsdaten von deren Accounts zu bekommen. Also der Klassiker, was man auch schon aus dem Online-Banking-Bereich kennt oder von PayPal oder eBay. Das heißt also, man wird auf eine Fake-Amazon-Seite weitergeleitet, gibt da seine Zugangsdaten ein. Im ersten Moment passiert nichts. Man denkt, okay, blöd, gelaufen. Irgendwas passt nicht oder vielleicht kommt sogar noch eine Bestätigung. Vielen Dank, Sie haben jetzt gerade Ihre Kontodaten bestätigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. In dem Moment reibt sich der Kriminelle die Hände und sagt, hey, super, jetzt habe ich Zugangsdaten für einen Shop, der wahrscheinlich auch noch einen guten Ruf genießt auf Amazon und kann dann darüber agieren. So, wie geht es dann weiter? Normalerweise ist es ja so, dass wenn man Artikel einkauft, dann läuft das Bezahlverfahren auch komplett über Amazon. Auch wenn ich ein Drittanbieter bin. Das hat so eine gewisse Sicherheit auch, dass Amazon da immer als Treuhändler zwischendrin ist. Das ist auch ganz, ganz gut eigentlich. Allerdings nützt den Kriminellen das natürlich nichts, weil darüber wäre die Möglichkeit, oder darüber haben sie keine Möglichkeit, an das Geld ranzukommen. Was machen die? Die sorgen dafür, dass richtig billige Artikel in dem seriösen, vermeintlich seriösen Account erscheinen. Das heißt, dieser Account hat schon einige Transaktionen gesammelt und ist schon etabliert, bestenfalls, wenn man so jemanden erwischt hat. Und dann werden da Artikel reingestellt, meistens so im 500-Euro-Bereich, Notebooks, Kaffeemaschinen, also Vollautomaten, riesen Bildschirme, Monitore, Fernseher, was auch immer. Alles, was so begehrt ist und wo man weiß, okay, das wird gekauft, das sind meistens Elektronikartikel. Und die werden dann eben bei roundabout 500 Euro angeboten. In meinem Fall war es jetzt ein, da kommen wir gleich mal zu meinem Fall, wie ich sowas gemerkt habe oder wie ich auf die Schliche gekommen bin von sowas. Das war ein Notebook, das ist eigentlich Neupreis um die 1200 Euro wert gewesen. Also es war ein Gaming-Notebook und hat ordentlich Leistung und ja, ist angeboten worden für 600 Euro. Ja, gut, habe ich gedacht, okay, das ist schon ein bisschen seltsam, aber guckst du doch mal. Und da habe ich gedacht, okay, du wärst dumm, wenn du nicht mal gucken würdest zumindest. Das habe ich dann auch getan, bin dann eben in die Artikelbeschreibung rein und habe dann gesehen, okay, dann da steht der Hinweis, vor dem Kauf bitte per Mail kontaktieren. Das war für mich so der Punkt, wo ich wusste, jetzt wird's interessant, weil da passt irgendwas nicht. Aber ich habe das ganze Spiel einfach mal mitgespielt. Habe dann eben eine freundliche Mail geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe das Notebook gesehen, ist es denn noch verfügbar? Und dann hat ein freundlicher Mitarbeiter oder freundlicher Herr, über Gmail war es, glaube ich, zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, das Notebook ist noch verfügbar. Also auch alles total, eigentlich total unseriös, ohne irgendwelche, ja, wie man es halt kennt, Signaturen, Umsatzsteuer, IDs, Firmenanschrift oder sonst was, ohne halt eine vernünftige
vernünftige Grußformel und so weiter und so fort. Also alles doch sehr rudimentär, was man eigentlich eher so kennt, wenn man, keine Ahnung, bei eBay von Privat zu Privat irgendwas vertickt. Da ist das ja auch nicht so, dass das irgendwie bei den meisten zumindest irgendwie super seriös alles abläuft. So war das da eben auch in der Konversation. Da habe ich so, okay, einfach mal geschrieben, dann nehme ich doch so ein Teil. Dann nehme ich für die 500 oder 600 € nehme ich so ein Teil. Und dann kam auch relativ schnell eine Mail zurück. Ja, wunderbar, vielen Dank. Überweisen Sie doch bitte mal das Geld an folgendes Konto. Und dann war eine Kontonummer. Und die Kontonummer war aus Italien. Das ist der Punkt, wo allerspätestens bei den meisten Leuten die Alarmglocken losgehen sollten. Wirklich. Also da ist wirklich das der allerspäteste Zeitpunkt, wo man sagen sollte, okay, hier passt irgendwas nicht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, wenn ich das Zeug dann wirklich überweise, das Geld wieder zurückzubekommen, ist verdammt schwer. Also erstmal natürlich ins Ausland, dann Überweisung, also keine Lastschrift oder so, die ich zurückbuchen könnte. Also das macht die Sache wirklich total schwierig, da wieder an das Geld ranzukommen. Und ja, und das war eben dieses ganze Verfahren. Und das passiert jetzt massenhaft eben auf Amazon. Und da wurde ich darauf hingewiesen, das war jetzt auch mittlerweile schon in einigen, ja, Fachzeitschriften ist es natürlich auch schon diskutiert worden und beschrieben worden. Aber ich denke mal, für uns auf dem Channel, ja, der Vollständigkeit halber, ist es ganz gut, wenn es hier auch mal thematisiert wird. Und ja, ich habe das dann halt, wie gesagt, mitgespielt und ich habe auch nicht bezahlt, logischerweise. Und ich habe seitdem auch nichts mehr gehört. Also, wenn das jetzt was Seriöses gewesen wäre, dann kann man davon ausgehen, dass dann nochmal irgendwie eine Nachfrage kommt und dann, was ist denn jetzt und so weiter, da ist überhaupt nichts mehr passiert. Also die Anfrage ist raus und gut, ich muss dazu sagen, vielleicht hat der schon irgendwie da was gewittert, weil ich habe dummerweise, habe ich auch noch meine Kurs-OFU-Adresse, meine Kurs-OFU-Mail-Adresse benutzt, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat er da irgendwie dann schon gewittert, dass da irgendwas nicht passt und dass ich da irgendwie was veröffentlichen möchte, einen Blog-Eintrag oder jetzt ein Video dazu, keine Ahnung. Aber er hat dann auf jeden Fall nicht mehr reagiert. Und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt im Internet, auch teilweise Erfahrungsberichte in Anführungsstrichen von Geschädigten gelesen, die auch gemeint haben, da kam dann überhaupt nichts mehr. Also da war der Kontakt dann weg, auch nachdem man dann geschrieben hat, wie sieht's denn jetzt mit meinem Notebook aus oder wann wird's denn verschickt? Da war gar nichts. Also kurzum, seid da vorsichtig, macht nie irgendwie eine Transaktion außerhalb von Amazon. Und da muss ich jetzt auch gleich mal noch was von Amazon zitieren, weil Amazon wird natürlich auch relativ häufig jetzt pressemäßig bombardiert. Die haben jetzt ein Statement dazu rausgehauen, zu dieser Thematik. Natürlich stehen die auch in der Kritik, weil ja, ich würde mal behaupten, man könnte wahrscheinlich mit Automatismen sowas schon rausfinden, wenn also solche Aktivitäten stattfinden. Und meistens ist es ja wirklich so, du hast einen Shop oder du hast einen Account und da werden schlagartig auf einmal ja, alle möglichen Artikel geändert und alle möglichen Artikel auf einmal preislich verändert und so weiter und so fort. Und das sind nicht nur fünf Artikel oder so. Und das auf einen Schlag. Und da muss man dann schon wirklich davon ausgehen, dass da irgendwas nicht passt. Und da könnte man dann drauf kommen. Ein weiteres Indiz ist natürlich auch die IP-Location, von der sich der Angreifer aus einloggt. Natürlich ist es nicht immer ganz so schwierig, nicht immer ganz so einfach. Wenn der Verkäufer oder der Händler ja europaweit, weltweit agiert, öfters unterwegs ist, sich aus mehreren WLANs, wie auch immer, einwählt auf das Konto, das macht die Sache natürlich schwierig. Ja, wie kann ich mich jetzt gegen sowas schützen als Händler? Naja, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel einzusetzen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich mich denn gegen sowas schützen kann. Natürlich regelmäßig auch den Shop kontrollieren oder meinen Account kontrollieren und dann um Gottes Willen nicht auf irgendwelche Fake-Mails reinfallen von Amazon, also vom vermeintlichen Amazon, wo man dann einfach nochmal bestätigen soll. Also immer darauf achten, wo gebe ich denn eigentlich meine Daten ein. Und dieses Beispiel jetzt gerade mit dem WLAN, ich meine auch die Seite ist zwar verschlüsselt,
Aber ich bin da ein bisschen paranoid. Also ich würde, wenn ich unterwegs bin als Händler und wirklich sehr viel über Shop und so weiter arbeite, würde ich trotz der SSL-Verschlüsselung von der Website, würde ich immer noch zusätzlich ein VPN einsetzen, um im Internet zu surfen und solche Sachen zu erledigen. Und dann ist man da vielleicht schon ein bisschen mehr gefeit gegen solche Angriffe. Aber jetzt noch das Statement von Amazon, und das ist auch ganz interessant, was Amazon eigentlich dazu schreibt. Hierbei geht es jetzt um eine Stellungnahme von Amazon zur Nachfrage, ob die denn konkrete Maßnahmen gegen diese Form von Betrügern auf ihrer Plattform ergreifen. Amazon duldet derartige Aktivitäten in keiner Weise und schützt jeden Kunden beim Kauf auf Amazon.de mit der A-Z-Garantie, solange die Zahlung über die Amazon-Website erfolgt, die einzige akzeptierte Form der Bezahlung. Wir raten Kunden, für Bestellungen bei Marketplace-Verkäufern niemals zu Bezahlungen außerhalb der Amazon-Website. Wir informieren zudem Verkäufer, wie sie ihren Amazon-Account vor unberechtigten Zugriffen außerhalb von Amazon schützen können. Sollten Unberechtigte durch Vorgänge außerhalb der Amazon-Umgebung Zugriff auf ein Verkäuferkonto erhalten haben, ergreifen wir umgehend entsprechende Maßnahmen, um Verkäufer und Kunden zu schützen. Wir entwickeln unsere Prozesse kontinuierlich weiter, um jederzeit für eine sichere und geschützte Einkaufsumgebung zu sorgen und kooperieren mit Behörden, um sie bei ihren Maßnahmen gegen Betrüger zu unterstützen. Soweit das Statement von Amazon, das ist eigentlich ziemlich klar. Auch Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe, also die Bezahlung sollte man auf gar keinen Fall außerhalb der Plattform abwickeln. Und das sind jetzt die Schutzmaßnahmen, die ich oder wir jetzt für euch als Amazon-Verkäufer empfehlen oder auch als Kunde bei Amazon, der relativ viel bestellt. Achte da ein bisschen drauf und ich denke mal, dann kann auch soweit nichts mehr schiefgehen. Das war's schon wieder für diese Folge. Ich hoffe mal, das war für euch einigermaßen interessant. Falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt's in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail zum Beispiel an redaktion@kursofu.com und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Euer Steffen Kolb von Kurs of U Tech.